Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um den Community Day mit Galar Zickzacks. Als wir in Stuttgart am Pariser Platz waren, waren wir geschockt, dass da kein Niantic-Stand war. Auf dem Weg dorthin laufen wir immer am Schlossgarten vorbei und da war auch keiner. Und dann haben wir auf der Webseite nachgeschaut. Und zwar in Vaihingen sollte der Stand sein. Das sind so 12 Minuten Autofahrt von dem Platz entfernt, wo wir eigentlich hingefahren sind. Also haben wir gesagt, gut, dann halt nicht. Sehr, sehr schade. Aber ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass Vaihingen gar nicht so krass gewesen wäre wie Stuttgart, weil das schon ein Riesenunterschied ist. Das ist nur ein Nachbarort. Weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Aber andererseits, in Stuttgart war es lang nicht so gut wie letztes Mal beim Star Lilici Day. Und zwar geht es um die Pokémon-Spawns und nicht um die Shiny-Ausbeute. Die Shiny-Ausbeute war natürlich höher, weil wir ja auch viel mehr Pokémon gefangen haben bei Star Lili. Nur bei Star Lili habe ich nur eine Auswertung von 11 bis 14 Uhr. Dieses Mal habe ich eine Auswertung von 11 bis 14 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Also ich habe wirklich alles dokumentiert. Also wir sind da am Pariser Platz angekommen, haben keinen Niantic-Stand gefunden. Wir haben sogar andere Pokémon Go-Spieler dort gesehen. Also wir waren nicht die einzigen, die dort gedacht haben, da wäre irgendwas. Okay, aber wir haben einen Milchschnittenstand gefunden. Dieser Milchschnittenstand hat einfach kostenfreie Milchschnitte verteilt. Wir haben mal 2 Stück gegessen pro Person, circa. Ich habe mich für diesen Community Day sehr lange vorbereitet. Ich habe sehr viele Pokémon in meinen Pokémon-Stapel geladen. Alle Pokémon, die irgendwie mehr als 100 Staub geben, habe ich da reingeladen. Es sind aber auch welche da drin verirrt gewesen, weil ich bei vielen Feldforschungen einen Ball draufgeworfen habe und dann bin ich direkt rausgegangen. Daher waren zum Beispiel auch mal Onix drin oder vor allem die ganzen Starter, die nicht beim ersten Ball drin bleiben wollten. Dennoch waren da aber auch einige Watribi drin, weil beim GoFest gab es ja Feldforschungen. Da war, wenn man Glück hatte, auch Watribi drin. Und Watribi gibt 750 Sternenstaub. Und mit allen Boni kam am Ende 4500 Sternenstaub für ein einziges Watribi. Ich habe 500.000 Sternenstaub insgesamt gesammelt. Die genaue Zahl werde ich euch später noch anzeigen. Und ich habe meine ganzen Spezialforschungen abgeholt, die ich mit Glücksei und Sternstück abholen wollte, um das Maximum wirklich rauszuholen. Ja, es kam ein bisschen EP zusammen, aber jetzt nicht wirklich sehr viel. Ich habe deswegen auch deutlich weniger Pokémon gefangen, weil ich halt oft in der Forschung oder in irgendeinem Pokémon-Fangbildschirm gewesen bin, den ich immer wieder aufrufen musste. Und da konnte das Go Plus ja dann im Hintergrund nicht wirklich fangen. Zum Beispiel auch Bisaflor und Turtok haben mich wirklich sehr genervt. Also das werde ich in Zukunft nicht nochmal machen. Das heißt, also wenn Niantic uns die Möglichkeit gibt, dass man diese Pokémon in der Feldforschung bekommen kann, werde ich sie nicht mehr speichern. Dann lieber Watribi. Selbst Watribi ist deutlich einfacher in den Ball geblieben. Und ich habe tatsächlich sogar Hyperbälle gebraucht. Ich habe alle Hyperbälle ausgegeben, die ich hatte. Ich hatte nicht viele. Ich habe in letzter Zeit so viel gespielt, ich kriege gar nicht so viele Bälle wieder rein, wie ich hauptsächlich spiele. Liegt aber einfach daran, dass ich dann vielleicht, wenn ich dann abends zu Hause bin, vorm Schlafen gehen, dann ja auch nicht mehr so viel das Go Plus anhaben kann, logischerweise. Dadurch, dass wir ja am falschen Standort waren, war ja klar, dass dann eigentlich keiner aus der Community da gewesen ist. Logischerweise. Aber wir waren ja trotzdem schon zu viert, also sind wir die ganze Zeit zu viert rumgelaufen. Es war sehr schön, also wir hatten reichlich Sonne, wir hatten auch ab und zu mal eine Wolke. Das war recht angenehm, weil es halt auch sehr warm wurde. Ich glaube, bis zu 30 oder 31 Grad waren es auf jeden Fall. Wir waren also gut am Schwitzen, wir haben trinken müssen, wir mussten auch schauen, dass die Handys nicht zu warm werden. Manchmal hat man einen Kühler gebraucht, manchmal nicht. Also
Witzigerweise, manchmal konnte ich im AR-Modus besser spielen als im Normalfang-Modus. Das fand ich ein bisschen eigenartig, aber das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass ich immer so einen blöden Rhythmus habe, dass ich immer die Pokémon dabei erwische, dass sie hochspringen oder dass sie angreifen, immer dann, wenn ich den Ball werfe. Und deswegen wechsle ich dann allein aus dem Grund immer in den AR-Modus, weil ich dann da es immer schaffe, bevor das Pokémon überhaupt mal reagieren kann. Ich habe insgesamt 1,5 Stunden gebraucht, bis ich wirklich alles abgeholt habe, aber ich hatte noch ein Problem. Und zwar war der Handyspeicher voll und ich konnte nichts mehr aufzeichnen. Und sobald er die Aufnahme abgebrochen hat, habe ich gedacht, warum kann ich denn jetzt keine Aufnahme mehr starten? Ja, weil Pokémon Go ja meine ganzen Benachrichtigungen löscht. Das heißt, ich habe die Benachrichtigung, dass der Speicher voll ist, nie erhalten, weil Pokémon Go diese Nachricht immer wieder gelöscht hat. Trotz allem, dass ich gehandicapt gewesen bin und eigentlich immer wieder in den Feldforschungen gewesen bin, habe ich von 11 bis 14 Uhr 622 Pokémon gefangen. Beim Staralili Sea Day habe ich 662 Pokémon gefangen. Das sind genau 40 Pokémon Unterschied. Und da wir ja bei den gefangenen Pokémon jetzt keinen großen Unterschied gesehen haben, schauen wir uns doch mal die gesehenen Pokémon an. Der Vergleich mit Staralili zeigt, dass es 159 gesehenen Pokémon weniger gewesen ist. Und als ich ja selber gespielt habe, habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Warum sind hier keine Pokémon? Wo sind die ganzen Pokémon hin? Zum Teil haben wir nur Pokémon aus dem Pokéstop bekommen, also aus den Lockmodulen, und vereinzelt drumherum. Das war ultra merkwürdig. Wir haben uns gefragt, ob Niantic tatsächlich an den Meetups rumschraubt. Das heißt, wenn kein Meetup da ist, dass dann auch deutlich weniger Pokémon da sind. Ich hoffe nicht, dass sie das sowas machen, weil das finde ich schon ein bisschen hart. Ansonsten, wir haben eine weitere Lösung, man kann auch durch die Haupteinkaufsstraße von Stuttgart laufen. Da findet man wirklich sehr viele Pokémon. Und das kann man auf jeden Fall auch machen. Es ist zwar ein sehr langsames Tempo, man muss sehr viel auf fremde Menschen achten, aber wenn man dadurch, keine Ahnung, gefühlt einfach 200 Pokémon in wenigen Minuten quasi fangen kann, finde ich das schon in Ordnung. Also wir werden auf jeden Fall nächstes Mal die Route etwas anpassen, sobald zu wenig Pokémon auf der Karte sind. Dementsprechend, da ich meistens diejenige bin, die die Gruppe führt, muss ich aber auf den Bildschirm schauen. Ich habe von 11 bis 14 Uhr über 500.000 Sternenstaub gesammelt, über 4.000 Bonbons, über 700 XL-Bonbons. Also von den Bonbons her kann man sich nicht beschweren. Ich denke, auch bei dem Sternenstaub kann man sich auch nicht beschweren. Wie gesagt, nur die Pokémon-Anzahl hat mich tatsächlich gestört. Ich habe mich sehr stark auf Feldforschungen konzentriert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder neu in das Menü gegangen bin, habe ich geschaut, dass ich Feldforschungen erledige. Ich habe wirklich quasi von jedem Pokéstop, an dem wir vorbeigelaufen sind, die Feldforschung erledigt. Deswegen konnte ich zum Beispiel von 14 bis 19 Uhr quasi keine Feldforschungen mehr erledigen, weil wir uns ja in dem Bereich befunden haben, wo ich die meisten Feldforschungen schon gemacht habe. Von 14 bis 19 Uhr haben wir dann gemütlich gemacht. Wir sind 7,2 Kilometer gelaufen, ich habe über 400 Pokémon gefangen, über 200 Pokéstops gedreht und fast 300.000 Erfahrungspunkte gesammelt. Wir waren essen, wir haben viel getrunken, bei Five Guys konnte man halt kostenlos nachfüllen den Becher, so typisch amerikanisch halt. Wir waren im MyToys, wir waren im Lego-Laden, ja, wir hätten theoretisch auch noch irgendwo shoppen gehen können. Es war richtig viel los in der Stadt. Von 14 bis 19 Uhr habe ich 222 Zickzack gesehen und 194 gefangen, also insgesamt 850 gesehen und 690 gefangen. Von 14 bis 19 Uhr habe ich also über 56.000 Sternstaub gesammelt, über 1.300 Bonbons und fast 300 XL-Bonbons. Also insgesamt über 570.000 Sternstaub, über 6.000 Bonbons und über 1.000 XL-Bonbons.
An der letzten Arena haben wir dann die Arena beraidet und haben dann drei Lokmodule nebendran gezündet, um dort dann halt die Zickzacks zu sammeln. Dort habe ich dann auch ein Lokmodul gezündet und habe 69 Punkte auf meine Medaille dazu bekommen. Insgesamt habe ich 34 Shinies, davon sind 32 Zickzacks gewesen. Zwei davon waren ein Zipurze und ein Yanma. Obwohl ich schon mal in Stuttgart gewesen bin, habe ich noch weitere neue Pokestops gedreht. Das heißt, ich bin jetzt bei 7309 neuen Pokestops auf meiner Medaille. Von der Ausbeute her war es auf jeden Fall richtig gut. Ich habe einen 3-Sterne-Shiny bekommen, sogar mehrere. Mein Bestes war 84%. Ich habe einen 100er aus dem Feldforschung bekommen. Ich weiß zwar jetzt nicht mal, welche Feldforschung das gewesen ist, aber auf jeden Fall war das genial. Ich habe mir zwar die WP ja versucht zu merken, aber irgendwie habe ich da nicht immer auf die WP geachtet. Manchmal war auch die Sonneneinstrahlung so heftig, dass ich gar nicht so viel auf dem Display gesehen habe. Der neue Suchbegriff ist echt mega genial. Ich konnte meine PvP-IVs einfach mit einem Stern markieren und habe danach einfach die 0, 1 und 2 Sterne Pokémon alle markiert und alle weggeschickt. Die Shinies werden dadurch ja nicht weggeschickt. Das war richtig genial. So schnell konnte ich noch nie meinen Beutel aufräumen. Echt mega klasse. Aber ja, es waren einfach zu wenig Pokémon da und das fand ich schon sehr schade und auch viel zu wenig Vierer-Raids. Es waren nämlich zwischen den ganzen Vierer-Raids gab es sehr viele Genesect-Raids und wir wollten aber die Vierer-Raids machen, um weitere Galar-Zickzacks zu fangen. Also Niantic, ne? Wenn wir schon von 11 bis 19 Uhr zocken können, dann möchten wir aber auch wirklich die Möglichkeit haben zu zocken. Aber so war es zum Teil nicht möglich. Und das ist sehr, sehr schade. Werde ich auch Niantic nochmal persönlich schreiben. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben nicht wirklich bis 19 Uhr gespielt. Es war so circa Viertel vor. Also 18.45 Uhr sind wir zum Auto gegangen und sind aus der Tiefgarage rausgefahren. Und ich glaube, im Auto habe ich vielleicht noch zweimal Galar-Zickzacks fangen können. Das war's von mir. Jetzt möchte ich wissen, wie euer C-Day war. Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch.